Hallo, in der heutigen Folge wird dieses Schätzchen hier endlich zusammengebaut. Bleibt dran! Hallo und willkommen bei Motorkrank. Mein Name ist Michael. Heute werde ich die 84er Scrambler, die XJ550, zusammenbauen. Ich habe alle Teile, ich hoffe zumindest, ich habe alle Teile, schon auch hier einmal auf den Werkbänken hingelegt und die letzten 2 Tage damit verbracht, zu schauen, ob ich wirklich alles habe. Und ich habe auch noch ein paar Sachen nachbestellen müssen. Ja, und ich glaube, nach diesem Video, da werden vielleicht noch ein oder zwei kommen zu diesem Motorrad und dann wird es das auch sein. Ein bisschen schade und irgendwie drücke ich mich auch so ein bisschen, die Maschine zusammenzubauen, denn so langsam neigt sich das ganze Projekt dem Ende, was natürlich auch wiederum schön ist, weil dann kann ich dieses Ding hier endlich fahren. Mittlerweile schraube ich aber eigentlich fast lieber, als dass ich fahre, und ja, deswegen ist es schon so ein bisschen traurig, dass dieses Modell bzw. dieser Scrambler bald fertig sein wird. Ja, wie gesagt, ich habe hier einmal alle Teile, die ich eben, ja, in den Schränken bzw. hier unten drunter versteckt hatte, mal rausgeholt und hingelegt. Da haben wir hier den Heckfender, da ist auch was dran, das zeige ich euch gleich. Das den Innenkotflügel, hier ist ja die Abdeckung vom Antrieb. Dann gibt es hier so ja, Schrauben, bei denen ich keine Ahnung habe, wo sie hingehören. Die hatte ich nämlich nicht separat verpackt, sondern einfach nur da reingeschmissen. Ich glaube, ich werde sie nicht alle brauchen. Denn ein paar Sachen habe ich hier auch schon demontiert und werde sie gar nicht mehr dran montieren. Hier ist einmal der Schalthebel mit den entsprechenden Schrauben hier für diesen ja, Antriebsgehäusedeckel. Dann ist hier für die rechte Seite einmal die Bremse. Da drüben liegt auch schon die Bremstrommel. Inklusive hier auch der Abstandshalter bzw. der Kettenspanner. Dann habe ich, um die Bremse auf der rechten Seite zu vervollständigen, hier einmal das Bremspedal. Das war verchromt, der Chrom war ab. Deswegen habe ich einmal komplett geschliffen und das dann einfach grundiert und schwarz lackiert. Keine Ahnung, wie lange das halten wird, aber so sieht es schon mal besser aus als vorher, denn der Chrom hier bei diesem Teil, der war wirklich runter. Dann ist hier das Antriebsritzel. Wir haben neue Ansaugstutzen, hier einmal diese Gummis, die sind komplett neu und die entsprechenden Dichtungen, das war eins der Dinge, die ich nachbestellen musste, die sind heute auch gekommen, kann man also direkt montieren. Ich habe sie auch schon vormontiert, das heißt, hier habe ich einmal die Schellen gereinigt, die Schellen aufgesetzt, die Schrauben schon reingesetzt und die Abdeckungen drauf gemacht. Die liegen jetzt auch schon genau so, wie sie gleich eingebaut werden in der Reihenfolge. Hier vorne geht es weiter mit diesen, ja, mit den Fußrastenhaltern, beziehungsweise da kommen ja auch die Auspufftöpfe noch mit dran. Die waren auch, ja, etwas korrodiert, waren nicht so schön. Die habe ich sandgestrahlt und danach nur eingeölt. Ich wollte das einfach mal probieren. Das sieht eigentlich ganz gut aus so. Bei den Fußrasten habe ich entschieden, dass ich die vorderen, diese ziemlich klobigen großen Dinger, die auch nicht mehr ganz so hübsch sind und sehr abgenutzt sind, ersetze. Und da habe ich hier ja so ein günstiges Set. Und dann hatte ich in dem Video zum Heckfender auch gesagt, ich brauche da unbedingt noch einen Kennzeichenhalter, dass eben der Winkel dann auch passt. Und jetzt habe ich mir hier einen Kennzeichenhalter gebogen. Das ganze Ding kommt höher. Hier hinten direkt unter dem Licht ist es im Prinzip angehoben und dann werde ich auch den Winkel erreichen, den ich brauche. Ja, was jetzt noch liegt, ist der Ständer, den habe ich auch entrostet. Ebenso hier die Schrauben und die Federn. Und hier in der Tüte ist einmal alles drin, um die Kupplung zu befestigen bzw. den Kupplungszug. So, und hier drüben liegt einmal die komplette Auspuffanlage. Nebendran geht's weiter. Einmal die Airbox, also den Luftfilter. Das ist gereinigt. Hier den Luftfilter selbst. Den hatte ich ja gedruckt im 3D-Druckverfahren. Da ist unten drunter, man sieht es hier so leicht durchschimmern. Da ist der Filter drunter. Dann kommt das ja, gereinigte Schutzblech hinten wieder drauf. Da werde ich erstmal das Originale wieder draufsetzen. Hier drüben habe ich eine neue Hupe. Es kommt an dieses Motorrad jetzt nur noch eine Hupe dran. Und die kommt eben hier in diesem Bereich vom Kühler. Und da haben wir auch schon den Ölkühler.
Ja, und heute Mittag, da habe ich noch hier an meinem MX-5 geschraubt. An diesem Fahrzeug schraube ich momentan ja nicht vor der Kamera, sondern einfach ganz in Ruhe für mich. Dieses Projekt bzw. dieses Auto, an dem habe ich immer schon komplett alleine und in Ruhe dran gearbeitet. Und das möchte ich jetzt auch vorerst erstmal so lassen. Zurück aber hier zum Scrambler. Ich muss jetzt überlegen, wo ich anfange. Und beim Suchen der ganzen Teile bzw. beim Finden der ganzen Teile in jeder Schublade, in jeder kleinen Schachtel, die ich eben hatte, habe ich ganz besondere Dinge gefunden, bei denen ich vorher nicht wusste, wo sie hingehören. Jetzt weiß ich es aber. Das sind nämlich genau diese zwei Abdeckungen hier. Die gehören auf die Schwinge. Das heißt, als allererstes, bevor ich jetzt anfange, den Auspuff zu montieren beispielsweise, muss ich die Schwinge hier nochmal abnehmen. Diese zwei Abdeckungen hier oder dieser Staubschutz hier, die gehören genau da unten rein, jeweils auf die Schwinge rechts und links. Hier an dieser Stelle, genau, da gehören die drauf. Und dann ist das jetzt auch der erste Arbeitsschritt. So, als nächstes kommt hier dieser Hebel bzw. diese Hebelei für die Trommelbremse hinten drauf. Das wird hier hinten aufgesteckt, werde ich aber erst machen, wenn das Teil hier vorne eingesetzt ist. Hier diese Welle wird in dieses Loch gesetzt und vorher werde ich das natürlich noch fetten. So, der Splint ist aufgesetzt und umgebogen. Jetzt kann ich hier noch die Schraube einsetzen, um diesen ganzen Hebel dann auch davor zu bewahren, zurückzuspringen. Die Feder, die hier drin ist, so, die Feder, die hier drin ist, drückt dann die ganze Hebelei hier gegen diese Schraube. Das ist dann auch die Schraube, mit der man die Höhe des Bremspedals einstellt. So, ich lasse das jetzt erstmal auf dieser Höhe. Dann wird hier gekontert, dass ich die Schraube dann eben nicht lösen kann. So, hier hinten an der Bremstrommel ist jetzt hier einmal schon dieser kleine Zeiger aufgesetzt. Dieser Zeiger zeigt ungefähr an, wie verschlissen die Bremsbeläge sind. So, und das Ganze wackelt jetzt deswegen so, weil hier unten noch die Stütze fehlt. Die Drehmomentstütze ist hier befestigt und hier auch mit dem Splint schon direkt gesichert. Dann ebenfalls hier oben festgeschraubt und mit Splint gesichert. Und wenn ich jetzt hier bremse, dann wird hier auch schon der, ja, Bremslichtschalter betätigt. Der hängt nämlich hier hinten einmal an diesem Hebel mit dran. Und man sieht hier hinten, da bewegt sich dann auch schon nicht sehr viel. Denn die Bremsbeläge hier in der Trommel, die sind ja fast neuwertig. Da ist kein Verschleiß dran, also haben wir hier auch nicht so sehr viel Weg. So, zum Seitenwechsel gehe ich jetzt einfach mal hier auf die andere Seite. Hier kommt jetzt wieder das Antriebsritzel drauf. Das Antriebsritzel wird gehalten hier von dieser, ja, von dieser kleinen Unterlegscheibe, wie auch immer. Die wird aufgesetzt und dann verdreht. Hier haben wir nämlich eine Nut und innerhalb dieser Nut kann ich dann die Scheibe verdrehen.
festziehen auf der, ja, auf dem Antriebsritzel und dann kommt das auch nicht wieder runter. So, keine Ahnung, ob das jetzt klappt oder ob ich hinten vielleicht dann doch nochmal den Kettenspanner lösen muss, dass die Kette dann hier auch drauf geht. Zumindest muss ich das Rad ein bisschen drehen, dass ich hier eben genau drauf komme. Ja, klappt. Habe ich Glück gehabt. Normalerweise sollte man eigentlich den Kettenspanner an der Stelle jetzt nochmal lösen. Aber es ging wunderbar, weil die Kette ist auch gar nicht wirklich gespannt gewesen. So, jetzt kommen wir hier hin und das Ritzel wird festgeschraubt. So, ich habe jetzt hier den Deckel schon aufgesetzt. Der Deckel hat innen drin ein paar Passhülsen. Diese Passhülsen müssen natürlich genau drauf sitzen. Wenn man das dann ausgerichtet hat, kann man leicht festklopfen, dann sollte das direkt schon wieder, ja, draufrutschen. Die Welle hier unten, die Schaltwelle, habe ich innen drin auch schon angefettet, beziehungsweise gefettet einfach, dass sie überall schön drin läuft. Und jetzt kommen hier einmal noch die Edelstahlschrauben drauf aus diesem Schraubenset, das ich auch schon überall anders verbaut habe. Die Edelstahlschrauben werden, bevor sie dann aufgesetzt werden, noch einmal, ja, mit diesem Fett hier bestrichen. Das verhindert eben die Kontaktkorrosion zwischen dem Edelstahl und dem Aluminium. So, bevor jetzt hier der Schalthebel draufkommt, habe ich den Bolzen hier schon mal eingefettet. Da kommt jetzt der Schalthebel drauf. Ich habe die ganze Mechanik jetzt nicht verstellt. Das heißt, das müsste eigentlich alles noch so passen. Ziel ist es, dass hier der Schalthebel ungefähr waagerecht steht. So ungefähr. Hier hinten habe ich die Schraube einmal rausgenommen, denn auch hier muss immer die Schraube rausgenommen werden, bevor man das auf die Welle setzt. Die Welle hat nämlich eine Nut und diese Nut, durch diese Nut geht die Schraube an der Seite hier. Das heißt, sobald die Schraube drin ist, selbst wenn sie nicht festgezogen ist, geht dieser ganze Hebel nicht runter. Jetzt ist der Hebel drauf. Jetzt wird er hier vorne noch befestigt mit einer, mit so einem Sprengring, so einer Sprengklammer. Die kommt hier drauf. Gucken, ob ich das mit der Hand hinkriege. So. Jetzt ist das fest. Und hier hinten muss ich jetzt nur noch die 10er Schraube hier anziehen und dann ist auch schon die Schaltung fertig. So, und wenn wir schon auf der Seite sind, dann können wir auch gleich den Seitenständer montieren. Mit der Mutter. So, und jetzt kommen noch die Federn drauf. Die Federn werden eingehängt. Hier oben ist einmal dieser Umlenkhebel. Der stößt dann auch hier dran und sorgt dafür, dass der ganze Ständer wieder nach hinten klappt. So, wenn die Federn jetzt drauf sind, dann habe ich dieses Werkzeug, das ist ein Federspanner, mit dem kann ich jetzt hier feste ziehen, ohne dass ich mir, ja, irgendetwas verletze dabei, und die Federn aufsetzen. Jetzt ist auch der Ständer schon montiert. Jetzt kommt die neue Fußraste hier rein und dafür haben wir, ja, einmal einen neuen Bolzen, eine Sprengsicherung, so einen Sprengring, der hier drauf kommt, und entsprechend eine Feder. Jetzt zeige ich mal ganz kurz den Zwischenstand. So, ich habe die Kette drauf, ich habe die Bremse drauf, hier ist jetzt der Halter für die Fußraste hinten, die Schraube für die Aufnahme vom Endschalldämpfer ist auch schon reingesteckt, die Fußrasten hier vorne sind erneuert, der Seitenständer ist dran, der Schalthebel ist dran, hier drüben ist der Bremshebel und wer aufgepasst hat, den Bremshebel macht man natürlich erst dran, wenn hier dieser Steg bzw. dieser Halterung für die Fußrasten drauf sind, denn die werden hier durch diese Welle gesteckt.
die Maschine ja jetzt einen elektronischen Drehzahlmesser hat, den ich noch nicht testen konnte, aber der hoffentlich dann auch funktionieren wird, wird hier oben dieser Geber ausgebaut und geblockt. Da wird dann nämlich keine Welle mehr aufgesetzt. Das hier ist dieser Drehzahlgeber. Das ist ein kleines Zahnrad, das innen drin angetrieben wird und dann hier über einen Anschluss für die Welle eben dann die Umdrehungen weitergibt oben an den Drehzahlmesser. Das Ganze brauchen wir jetzt in der Form nicht mehr, aber wir brauchen auch kein Loch. Und das hier alles offen zu lassen, wäre auch nicht so gut, denn das könnte sein, dass da auch dann Öl rauskommt. Das heißt, das Teil hier wird umgebaut, so dass es eben keinen Antriebsritzel mehr hat und trotzdem dicht ist. So, das ist übrigens die Dichtmasse, das ist eine Dirco HT, das ist eine rote Dichtmasse. Damit ist jetzt diese Schraube hier eingeklebt und dieser Hohlraum auch einmal komplett ausgefüllt mit der Dichtmasse. Hier sieht man nochmal ganz gut die Position. So, der Ölkühler ist eingebaut. Hier unten drunter dann, wie schon vorhin gesagt, die Hupe. Hier unten ist noch eine Klemmung vorhanden, die hier nochmal die Leitungen hält. Den Ölfilter habe ich jetzt auch schon aufgeschraubt. Und hier zu den Ölleitungen kann ich sagen, man kann diese ganze Grundplatte, wo dieser Ölfilter aufgeschraubt wird, auch demontieren. Da ist innen drin die große Schraube, diese Zentralschraube, wo der Ölfilter draufgeschraubt wird. Die kann man lösen, dann kann man diese ganze Grundplatte hier wegnehmen, wo dann auch die Anschlüsse sind für die Ölleitungen. Oder man kürzt sich eben, um an diese eine Schraube hier oben zu kommen, einen Imbusschlüssel entsprechend. Dann kommt man auch von hier hinten an diese Schraube ran und kann diese dann eben lösen oder festschrauben. So, wir kommen endlich zum Auspuff. Ich habe die Krümmer hier auch schon in der richtigen Reihenfolge hingelegt. Auch wenn sie aussehen, als wären sie gleich geformt, sie sind es nicht. Sie haben auch eine Nummerierung. 1, 2, 3 und 4. Genau so werden sie dann jetzt auch hier oben montiert in dieser Reihenfolge. Okay, das sieht schon richtig fett aus. Ziemlich breit stehen hier die Endschalldämpfer auseinander. Am liebsten würde ich sie jetzt direkt einfach mal anlassen, aber da fehlen noch ein paar Teile. Sehr schade, aber so sieht das Ding schon langsam aus wie ein Feuerstuhl. So, das nächste Paketchen hier auf der Werkbank ist einmal dieser Hebel für die Kupplung. Ja, ich habe den Kupplungshebel jetzt doch schon montiert. Beim Ausprobieren der neuen Feder ist aufgefallen, dass die Feder einfach genau falsch herum gewickelt ist. Ich habe die alte Feder, die war nämlich hier unten an diesem 90-Grad-Bogen hier gebrochen. Die habe ich einfach nochmal umgebogen, da war noch genug Material da. Jetzt ist sie etwas stärker gespannt. Bevor jetzt der Vergaser hier rein kann, müssen erstmal die Ansaugstutzen drauf. Da habe ich ja Gott sei Dank ein paar neue Ansaugstutzen liegen und auch die entsprechenden Dichtungen, die hier drunter kommen. Zudem habe ich aus diesem Edelstahl-Schraubenset auch die passenden Schrauben hier für die Ansaugstutzen.